So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum 22. Spieltag in der OPL Season 2. Und diese Woche spielen wir gegen Logi mit seinem Team Awesome Ferrelligators. Und ja, sein Team ist ziemlich stark gegen mich. Also das Matchup ist definitiv auf seiner Seite. Aber wir haben hier auch so ein paar crazy Sachen mit dabei, die wir uns jetzt hier mal gemeinsam angucken werden. Und zwar habe ich Klefki mit dabei mit dem Airballoon, Prankster, Playrough, Magic Code, Thunderwave und Reflektor. Komplett physisch defensiv, damit wir Terrakium besser unter Kontrolle haben. Terrakium T-Waven, Magic Code für einen potenziellen Leech mit Turboots und den Tarnstein. Und halt Reflektor, um notfalls, wenn er ein Setup Terrakium ist, immer noch reagieren zu können. Dann haben wir Cobalion mit dem Choice Scarf. War eigentlich als kleiner Konter für ein nicht gechoicedes Terrakium mit drinnen. Habe aber zu wenig Speed mit reingenommen, um halt ein ebenfalls gescarftes Terrakium outspeeden zu können. Da habe ich ein kleines bisschen gefailed. Das habe ich nämlich irgendwie überhaupt nicht bedacht. Ich weiß nicht warum. Mit dem Iron Head, Stone Edge, Close Combat und Poison Jab. Und wie ihr ja hier schon in der Team Preview sieht oder sehen könnt, wird dieses Set wahrscheinlich nicht so wirklich allzu viel bringen. Vorher war es halt ein komplett defensives Set, aber das verkackt das natürlich komplett gegen Terrakium, ne? Deswegen, im Endeffekt hätte ich vielleicht, also im Nachhinein hätte ich vielleicht doch lieber auf dem Defensiven bleiben sollen. Wenn man es jetzt mal so nimmt. Zumindest wäre die Effektivität von Cobalion besser gewesen in diesem Kampf. Dann haben wir noch Victini mit dabei. Mit V-Create, Flame Charge, Bolt Strike, Zen Headbutt. 56 Init reicht, um eigentlich, glaube, war das jetzt Adamant oder Jollywesen, Memo Swine, was gescarft ist, zu outspeeden. Es reicht auch, um ein Non-Scarfer Terrakium zu outspeeden. Wenn wir auf plus 1 kommen mit Flame Charge. Choice Scarf sieht natürlich anders aus, das outspeedet uns natürlich wieder. Das heißt, Victini gegen ein Choice Scarf Terrakium ist auch nicht so gerade die beste Wahl. Also ich habe ein Riesenproblem gegen Terrakium als Choice Scarfer. Dann haben wir Ele Voltec mit dabei mit der Assault Vest, um halt Spezielles besser abfangen zu können, weil er eben halt ein Primarine in der Hinterhand hat. Ne, und das mag ich eigentlich auch nicht. Ich habe nämlich keinen guten Switch-In dafür. Motor Drive für die Elektroattacken, denn er hat auch noch einen Rotom Heat mit im Team. Und ja, das ist so. Rotom Heat geht hier eigentlich auch ganz, oder kann hier eigentlich auch recht viel anstellen bei meinem Team, was ich nicht so gerne haben will. Deswegen habe ich Thunder Punch mit dabei. 188 Rolling Kick für sein Mamoswine. Rolling Kick trifft zwar nur zu 85%, ne, mit einer 60er Stärke, kann aber dafür den Gegner zu 30% flinchen. Dasselbe mit Rock Slide haben wir auch noch mit und den Ice Punch. Ice Punch haben wir für die Beldra dabei, falls er halt wirklich hier die Beldra mitnehmen sollte, wovor ich auch ein bisschen Schiss hatte. Aber okay. Dann haben wir noch Whimsicott mit dem Choice Specs dabei. Prankster ist jetzt vielleicht die schlechteste Wahl gewesen. Ich hätte vielleicht jedoch Infiltrator nehmen sollen. Ist aber okay. Moonblast, Energieball, U-Turn und Hidden Power Fire. 200 Init reicht, um. Also mit Timid Wesen in dem Fall. Reicht, um Safe Terrakium zu outspeeden um einen Punkt. Was ganz solide ist. Oder? War das um einen Punkt? Ich weiß das gar nicht. Ich gebe das mal kurz bei mir selbst ein. Ja, doch um einen Punkt. Outspeeden wir ein nicht gescarftes Terrakium. So. Und mein kleiner Trumpf in der Hinterhand gegen Terrakium, weil wir ja gesehen haben, ich habe ein sehr großes Problem gegen Terrakium, ist Licklicky. Und jetzt ist halt so dieser Moment. Es ist ein sehr eigenartiges Set. Es ist
simpel mit einer sehr hohen Effektivität. Wir spielen es komplett physisch-defensiv. Wir haben die Chubbleberry mit dabei, Oblivious, damit wir halt nicht getauntet werden können, weil wir Wish und Protect mit dabei haben. Body Slam, um halt möglicherweise eine 30% Paralyse abgreifen zu können und halt noch einen Step-Move zu haben. Und mein kleiner Konter für Terrakium ist nämlich Konter. Denn wenn er gescarft ist, ist es das Best-Case-Szenario für das Matchup für Licklicky. Denn er wird höchstwahrscheinlich das dann so machen, Terrakium rein, dass er Close Combat drücken kann. Ich kann einfach mal in Licklicky dann bestenfalls nur free rein switchen, Konter drücken, er bleibt drin, weil er denkt, er killt mich, Chopperberry aktiviert sich, wir verlieren nur um weniger als 50% und hauen das Ding weg. So, und wenn dann auch noch Reflektor draußen ist, macht das nicht einmal 20%. Das ist geil. So, und und danach können wir uns halt immer noch aufsetzen, egal was reinkommt, denn nur die speziellen Pokémon von seiner Seite aus können hier richtig Druck aufbauen. Das heißt, wenn wir seine speziellen Monster auf seiner Seite, die jetzt hier in dem Fall Primarene sind und halt Turbutz, wobei Turbutz im Grunde eigentlich nicht allzu schlimm ist, Mega Pisa Floor ist eventuell ein kleines bisschen nerviger, dann können wir eigentlich schon mit Licklicky hier einen sehr guten Fight liefern. Problematisch ist natürlich dann das gegnerische Krüppel, was in seinem Team mit dabei ist. Das ist so. Das hält Licklicky ein bisschen auf, deswegen hoffe ich, dass es halt nicht zu diesem Matchup kommt und Krüppel halt vorher down geht. Dann sehen wir auf Logis Seite Bisaflor, Terrakium, Primarene, Krippuk, Mamoswine und Turbutz, falls ich das noch nicht erwähnt habe, was ich aber eigentlich glaube. Danke Web, G-Data Webshots, dass du mir hier einfach mal so dazwischen funkst. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gehört. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten doch einfach mal in den Kampf hinein und gucken uns das alles live an, beziehungsweise live nachkommentiert. Der Kampf hat nämlich eben gerade erst stattgefunden. Ich nehme ihn also quasi direkt nach dem Kampf auf. Danke, Shani, dass du das überhaupt noch so schnell hingekriegt hast, obwohl du eigentlich pennen gehen wolltest. Es tut mir leid. Er leadet hier mit seinem Bisaflor, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und ich gehe hier auf Klefki. Seine Attacken sind eigentlich überhaupt nicht wirkvoll gegen uns, deswegen ich mir eigentlich gedacht habe, dass er hier eher rausgeht. Und deswegen ich jetzt auf die T-Wave gehe. Er bleibt aber drin! Und negert sich erstmal. Ich denke nur so, scheiße, Alter, die Hidden Power Fire. Aber nein, es ist der Delegator und unsere Donnerwelle geht dummerweise daneben. Denn mit der Donnerwelle hätten wir nochmal die Chance gehabt, mit einer Full Para irgendwie an ihn vorbeizukommen, dass wir da sein Delegator weghauen können. Aber jetzt haben wir ein Riesenproblem. Denn er ist hinter dem Delegator und kann jetzt erst einmal Wachstum aufsetzen. Das habe ich nicht so gerne, um ehrlich zu sein. Denn ich gehe jetzt hier mit Paimon wieder raus mit der Kehrtwende, kann das Ding halt nur ein bisschen anchippen, was halt ein Riesenproblem ist. Wir haben jetzt Delegator und Wachstum gesehen, das heißt, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er die Matschbombe drückt. Er zeigt uns aber den Gigasauger. Das bedeutet eigentlich schon fast eher für mich, vielleicht hat er gar keine Matschbombe dabei. Aber halt der Gigasauger macht halt auch wirklich guten Schaden. Wir können jetzt hier mit dem Eisenschädel erst einmal sein Venusaur so weit runterhauen, dass der Delegator weg ist. Und er zeigt uns das Erdbeben, das heißt, er hat keine Matschbombe dabei. Das würde also auch wieder heißen, wenn jetzt Elfun die Psychokinese drauf gehabt hätte, das ein ziemlicher Threat für Venusaur gewesen wäre und er da dementsprechend raus hätte gehen müssen. Weil er halt Elfun mit nichts trifft. Wirklich sehr effektiv. Und das ist halt eigentlich gut. Aber er ist auch auf plus 1. So, das erste Erdbeben konnten wir noch überleben. Das zweite natürlich nicht mehr. Ist auch schwer mit 10%. Und konnten ihn halt nochmal ein bisschen chippen. Durch diesen Chip hat jetzt der V-Create eine gewisse Chance, Venusaur rauszunehmen. Er geht aber in Spirit Troop, was okay ist. Ich drücke jetzt auf V-Generate und dadurch, dass wir ja die Expert-Belt haben, wird sie halt nicht reichen. Mit einer Band hätte es gereicht, aber okay.
er kriegt jetzt hier auch erst einmal die Beere, was in Ordnung ist. Es ist zum Glück nur die Zitrobeere. Und der Tiefschlag war natürlich hier sehr obvious, aber ich wusste auch, dass ich das safe überlebe, weil ich genügend Investment drin habe, damit ich halt sowas auch wirklich überleben kann. Und gehe halt wieder auf den V-Create. Und er denkt halt immer noch, dass wir gebandet sind. Zumindest denkt er zumindest, dass wir gechoiced sind. Ich habe es auch, um ehrlich zu sein, ja, versucht so lange wie möglich hinauszuzögern, dass er es nicht checkt. Hier war ich auch kurz davor, auf den Blitzschlag zu gehen, aber ich wollte ihn halt dann doch noch in dem Glauben lassen, allein auch, weil wir langsamer sind, weswegen ich jetzt in Paimon gegangen bin. Er zeigt uns hier jetzt erst einmal, dass er Siedewasser über die Hydropumpe spielt. Und ja, das Siedewasser burnt uns jetzt leider erst einmal, das heißt, wir haben schon mal die zweiten Hacks abbekommen. Der erste war ein bisschen blöd, aber wir konnten es zum Glück irgendwie umspielen. Und ja, der zweite ist jetzt nicht wirklich ärgerlich. Wir greifen jetzt mit Energieball an, wir sehen, es macht einen Two-Hit. Er kommt mit einem Eisstrahl und kann erst einmal Paimon töten, was aber eigentlich in Ordnung ist, weil Elfun macht jetzt eigentlich in diesem Match nicht allzu viel und wir konnten halt sein Primarine anchippen. Jetzt haben wir hier dieses Matchup. Hier wird er doch safe eigentlich eher den Blitzschlag erwarten, deswegen er auch hier in Venusaur geht. Ich habe den Switch-Out aber predicted, habe aber eigentlich eher gedacht, dass Mamoswine kommt und drücke auf den V-Create. V-Create ist natürlich sehr effektiv und durch den Expert-Belt umgehen wir auch das Fig-Fat. Deswegen der V-Generator jetzt erst einmal dieses Bisaflor rausnimmt, was gut ist. Das heißt, Victini hat jetzt schon mal erstmal wieder 2 Kills. Jetzt kommt natürlich sein Terrakium und bei Terrakium war es jetzt wichtig herauszufinden, was hat er. Ich habe jetzt natürlich predicted, dass er hier höchstwahrscheinlich eher mehr auf den Gesteinsmove geht oder halt sich versucht aufzusetzen. Wenn er sich aufsetzt, drücke ich Donnerwelle und dann ist er teilweise schon ein bisschen ausgeschaltet. Dann kann ich immer noch Reflektor aufsetzen und Knuddler nimmt das Ding raus. So. Er zeigt uns hier aber den Steinhagel und wechselt sofort raus. Das bedeutet für mich, er ist definitiv gechoiced. Und durch diesen Schaden, den wir bekommen haben, ist er definitiv choiced gar. Und das ist das Best-Case-Szenario jetzt für Licky. Hier drücken wir jetzt erst einmal den Reflektor, weil ich halt auch gedacht habe, dass er jetzt vielleicht doch den Angriff-Switch macht. Macht er aber nicht, er wechselt raus in sein Primarine, was ich jetzt halt paralysieren kann und diesmal trifft zum Glück die Para und der Knuddler macht halt 39% Maximum und das hatte er glaube ich auch ungefähr noch. Das heißt, wir kriegen leider hier die Midroll und dieses Mal burnt er schon wieder. Zweimal die 30% Burn Chance ist halt schon ein bisschen tricky, ne? Ist aber, naja, blöd, denn jetzt reicht nämlich der Knuddler nicht. Sonst wäre Primarina nämlich raus und wir müssten jetzt nicht ein Pokémon irgendwie noch mit reinholen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich gehe jetzt in Bersago rein. Ich weiß, dadurch, dass er jetzt geparat ist, sind wir safe schneller. Und drücke erst einmal auf den Body Slam. So, und jetzt ist es wichtig, dass er mit Terrakium reinkommt. Terrakium ist jetzt nämlich hier eigentlich die Wahl, die er machen muss. So, und mit Close Combat muss er jetzt angreifen und ich drücke auf den Konter. Und jetzt passiert genau das, was ich geplant habe. Choppleberry kommt, Reflektor ist zwar, glaube ich, weg gewesen zu dem Zeitpunkt, aber wir sehen, es macht halt teilweise nichts, ne? Es macht unter 50%. Und jetzt kommt der Konter und jetzt ist es wichtig, dass dieser Konter ihn rausnimmt. Und das tut er. Denn er hätte ja... Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, es hätte sogar sein können, dass es sogar nicht ausreicht. Ich hatte da so ein bisschen Schiss. Aber es hat glücklicherweise ausgereicht. So, und jetzt kommt er hier mit seinem Vesprit rein, zeigt uns erst einmal den Flammenwurf. Und ich bin hier, um ehrlich zu sein, eigentlich ganz froh, dass der dieses Mal nicht geburnt hat. Und kann jetzt erst einmal Wish protecten. Denn ein geburntes Versago ist jetzt für mich nämlich eigentlich auch nicht so pralle. Denn mit Body Slam können wir halt seinem Vesprit immer noch genügend Schaden machen, um es halt zu two-hitten, ne? Ich habe es jetzt erst einmal hochgeheilt, gehe jetzt erst einmal raus, weil ich es halt noch eventuell später gebrauchen könnte und gehe halt in mein Elevoltec. Elevoltec hat die AV, das heißt, das fängt den Flammenwurf eigentlich solide ab und wir werden zum Glück nicht geburnt. Jetzt kommt der nächste Flammenwurf. Wir können jetzt den Thunder Punch rausholen, den aber er burnt schon wieder.
Wie viele Burns haben wir jetzt bekommen? Wir haben auf Elfun den Burn bekommen, wir haben auf Klefki den Burn bekommen und wir haben auf Elevoltec den Burn bekommen. Wir haben einmal die Donnerwelle gemisst. Er hat einmal die Foolpower bekommen, was in Ordnung ist. Aber die Hexen sind definitiv wieder gegen uns. Und das ist ziemlich nervig. Allein weil jetzt halt Elevoltec halt nicht mehr killen kann. Ansonsten wäre der Thunder Punch, glaube ich, ein Two-Hit gewesen oder so. Naja, jetzt haben wir es aber trotzdem noch so weit runterchippen können, dass jetzt ja eigentlich zweimal Nitro Charge reichen würde, ne? Aber eigentlich wollte ich nur einmal machen, er macht aber natürlich die Donnerwelle. Ist jetzt nicht so wirklich schön für uns, weil wir kennen die Donnerwelle. Sie parat mich sehr häufig gerne in Momenten, wo ich sie am wichtigsten brauche. Jetzt geht er hier auf Flammenwurf und ich glaube, wir sehen jetzt auch, dass der nächste Flammenwurf... Okay, gut, der nächste Flammenwurf würde sogar nicht reichen. Ne? Das heißt, wenn jetzt hier die Paare gekommen wäre, wäre es jetzt nicht so dezent schlimm. Aber sie kommt zum Glück nicht. Das heißt, wir können mit Victini unseren dritten Kill holen. Und ja, jetzt geht er halt in seinen Mammoth rein. Und jetzt kriegen wir die Paare, denn wir sind schneller, weil wir halt einen Punkt schneller sind als ein Non-Scarfer. Mammutel, ja, der V-Create hätte höchstwahrscheinlich reichen können oder ihn halt in eine Range bringen können, wo halt der Body Slam safe reicht. Und ja, jetzt heißt es Vesago gegen Mammoswine und er geht auch hier auf dem Erdbeben. Das macht uns halt auch okayen Schaden, ne? So viel, dass halt der Konter aber leider immer noch nicht ausreicht. Wäre halt natürlich schön gewesen. Was jetzt kam, war eine Überraschung, nämlich Null-Situation. Klar, im Nachhinein, es trifft ein, weswegen der Konter triggert, ne? Aber wir waren uns da an der Stelle beide nicht so ganz sicher, ob das mit dem Konter jetzt hinhaut. Deswegen, wir haben glücklicherweise noch, trotz den Hacks, glücklicherweise mit 1-0 gewonnen, weil Licky heute einfach mal so ein Star im Spiel war. Und das war jetzt gerade mein Handy, Entschuldigung. Ja. Trotzdem erst einmal ein GG an Lugi. Wir beide haben während des Kampfes geschrieben und wir waren beide ziemlich getiltet, was diese Hex angingen. Er hat sich schlecht gefühlt wegen den Hex. Ich habe mich noch mieser gefühlt wegen den Hex. Und hätte ich diesen Kampf verloren, wäre mein, der ist wahrscheinlich nach draußen geflogen in den Garten. Aber es ist ja zum Glück nochmal gut ausgegangen. Der nächste Kampf ist jetzt gegen Kiltan und ich bete zu Gott, dass da jetzt keine Hex sind, die uns dieses Matchup verhunzen. Denn das Matchup ist ausnahmsweise mal gut. Es ist ausnahmsweise echt mal gut gegen ihn. Ich habe bisher noch nie so schnell ein Team quasi erstellt wie gegen Kai, aka Kiltane. Und es ist ja halt das Team von Leroy, ne? Der ist ja mittlerweile auch raus. Und ja, wir haben halt ein gutes Matchup dieses Mal endlich, wo ich echt froh drüber bin. Ich muss halt nur noch das Team zu Ende bilden und ich hoffe, dass ich da morgen mit fertig werde. Denn ich will es nämlich bestenfalls auch morgen, also für mich ist heute immer noch der 21. an dem der 21. Spieltag kam. Und ja, dadurch, dass ich nächste Woche im Urlaub bin, habe ich halt jetzt schon den Kampf mit Logi vorgezogen, weil der ist ja auf dem CPP nächstes Wochenende. Kiltane ist es ebenfalls, weswegen wir ebenfalls vorziehen auf nächste Woche Mittwoch, wo ihr diesen Kampf sehen werdet. Ja, deswegen mal sehen, wie das wird. Deswegen, ich muss unbedingt morgen mit dem Teambuilding fertig sein. Ich werde mich jetzt höchstwahrscheinlich nochmal bisschen dran setzen, so für eine Stunde oder so. Mal gucken, was sich da noch alles herstellen lässt. Und dann, ja, hoffentlich mit einem guten Matchup und einem guten Team gegen Kiltane rangehen. Der hat ja sein erstes Spiel gegen Luis verloren. Hat natürlich noch ein Nachholspiel gegen Eve. Und da ist halt auch wichtig, weil halt Kiltane ist halt knapp über uns mit 29 Punkten, wo wir jetzt, glaube ich, auf 27 ranrücken, was ganz gut ist, denn wenn wir jetzt
in der Woche darauf gegen Kiltane gewinnen und er halt jetzt, sagen wir mal, gegen I verliert und gegen wen muss er jetzt nächste Woche, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall gegen seinen nächsten Gegner auch noch verliert, dann können wir ihn sogar überholen. Und dann stehe ich halt nicht mehr so scheiße da. Und dann könnten wir es eventuell doch noch auf den letzten Metern mehr in die Mitte schaffen. Was ich wirklich appreciaten würde. Aber Kiltane ist auf jeden Fall ein schwerer Gegner. Das Matchup ist zwar dieses Mal ein bisschen mehr für uns, aber das muss ja nichts heißen, denn wie wir sehen, ist es halt schon mittlerweile der vierte Spieltag, wo ich ziemlich hexbelastet an den Start ging, wobei ich mich dieses Mal habe nicht triggern lassen, zum Glück. Ich lag eventuell auch daran, weil es mir dann im Endeffekt eigentlich nur noch scheißegal war, was jetzt passiert. Weil ich habe irgendwie damit abgeschlossen eigentlich schon, dass wir nicht mehr höher kommen werden, weil uns die Hex höchstwahrscheinlich auseinandernehmen. Ich baue zwar mein Team immer noch so, dass ich halt das Bestmögliche rauskriege, ich gehe auch an die Kämpfe so ran, aber wenn die Hex uns halt stoppen, dann kann ich da auch nichts mehr machen. Da helfen auch meistens die besten Plays nicht mehr. Und ja, letztes Mal gegen Akamask hätte es noch klappen können. Da hat er aber die besseren Plays gemacht, beziehungsweise ich habe höchstwahrscheinlich einfach nur overpredicted. Und ja, ist halt ein bisschen Pech gewesen. Heute war sehr viel Pech mit dabei. Die Wertung hätte weitaus höher ausfallen können, als es jetzt eigentlich war. Aber okay, ich will jetzt nicht meckern. Sieg ist Sieg. Ich bin froh, dass wir überhaupt mal wieder einen Sieg innerhalb von den letzten vier Spieltagen einfahren konnten. Das ist ja wenigstens mal was. Ist ja schon mal was Positives, was man mitnimmt. Und ja, die nächsten Spieltage werden auf jeden Fall nicht gerade einfach, denn wir haben als nächstes, glaube ich, Kiltane. Danach kam, glaube ich, sogar schon Belly. Dann müsste, glaube ich, Shiny kommen und dann kommt, glaube ich, sogar schon Poke Galaxy als letzter. Als letzter Spieltag. Und das wird halt dezent schwer werden noch, weil wir halt auch noch so, ja, gute Gegner jetzt auch noch vor uns haben, ne? Das ist natürlich, das macht es natürlich auch gleich ein bisschen schwerer, so halt in der Tabelle dann noch irgendwie weiter nach oben zu kommen. Aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall ist der nächste Spieltag gegen Kiltane. Danach, oh, warte, ich habe mich sogar vertan. Als erstes ist Kiltane, danach ist Shiny, danach kommt Bele, oder Belly. Und danach kommt Poke Galaxy. Das heißt, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4 Spieltage, die wir bestreiten müssen. Und dann ist diese Liga auch schon vorbei. Die Zeit ging echt schnell vorbei. Ging echt schnell rum. Und ja. Revue blickend. Muss auf jeden Fall das bei mir noch besser werden, was die Draft Schiene angeht. Also ich brauche echt bessere Teams, die ein bisschen mehr Druck aufbauen oder halt defensiver ein bisschen besser sind. Ich bin entweder zu offensiv ausgelegt oder halt zu low ausgelegt, dass es halt starke Einzelmonster sind, aber halt schwach in einem Team zusammen. Ist halt immer so ein bisschen blöd. Aber sei es drum, wir sehen uns im nächsten Kampf wieder, wenn es gegen Kiltane geht. Ich wünsche euch was, macht's gut und bye bye.